Hi, hier ist Marco von Let's Watch. Heute geht's weiter mit Risen 3. Eine kleine Zusammenfassung. Wir hatten einen wilden Traum von einem Geisterpiraten. Wir sind auf einer Insel gelandet, haben einen Schatz gesucht, mit unserer Schwester Patty zusammen. Haben die Ruine durchforstet. Und dann wurde ich getötet von einem Schattenwesen, nenne ich es jetzt mal. Wurde dann wiederbelebt und muss jetzt zu den Magiern, die hier drinnen sind in der Halle. Da komme ich aber momentan noch nicht rein, weil ich dem netten Herrn Magnus erst Informationen über die Minen bringen muss, damit er mich in die Halle der Magier reinlässt, damit die mir helfen können, dass ich mich nicht in ein Schattenwesen verwandle. So, die erste Mine hatten wir schon in der einen Folge abgearbeitet, die gleich hier hinten um Ecke ist. Jetzt geht es um drei andere Minen. Jetzt muss ich natürlich erstmal kurz gucken, wo die Minen sind. Hier haben wir Gemischtwarenhändler. Und das haben wir hier. Hier haben wir Baker, den Jäger und Redner. Da ist ein Loch, da sind überall Löcher. Ich gehe am besten mal hier hinten rum, nördlich. Zurück zum Schiff. Nein, nicht zurück zum Schiff. So, irgendwo. Hier hinten. Oh, guck mal, wir können ja noch ein bisschen gucken. Klettern können wir auch. Was haben wir hier? Ein Stehtisch. Wasserfass. Rohes Fleisch. Okay. Hier, Junge, wart dir mal ein Stück Fleisch. Du siehst ja ganz verhungert aus. Also, womit kann ich dir helfen? Willst du deine Vorräte auffrischen? Oder vielleicht ein wenig Kräfte messen? Du versorgst also die Leute hier? Korrekt. Aber die hungrigen Mäuler zu stopfen ist nicht immer einfach. Die Arbeit in den Minen sorgt dafür, dass die Kerle immer hungrig sind. Zum Glück fressen die Gnome nicht so viel. Und wenn sie Hunger haben, reicht auch der Abfall. Nicht wundern, wenn ich zwischendurch jetzt nicht so viel rede. Das liegt einfach an den Unterhaltungssequenzen. Ich möchte nicht dazwischen quatschen, dann kriegt der Wesen ein bisschen was mit. Die Gnome kriegen Abfall von dir zu essen? Klar, und ich fühle mich nicht schlecht dabei. Die scheren sich nicht wie die Herren Magier drum, ob die Wurst im Dreck lag. Hauptsache, sie ist fettig und gibt ordentlich Speck auf die Rippen. Außerdem muss ich mit dem, was Romald uns zukommen lässt, haushalten. So, was haben wir denn? Kannst du mir was beibringen? Wenn du das nötige Kleingeld dabei hast. So, Mut antrinken lernen, trinken, Trinker lernen. Schnapsbrenner lernen. Wow. Er hatte 20, er hatte 40, 2000 Gold. Bist du verrückt. Also, das heißt erstmal Fettkohle verdienen hier. Wie funktioniert Armdrücken? Die Regeln sind einfach. Arm auf den Tisch und drücken. Kein Abstürzen. Und versuch immer den Arm des Gegners einzudrehen. So kriegst du seine Hand auf den Tisch. Gegen wen kann ich beim Armdrücken antreten? Dann werden wir jetzt mal Armdrücken machen. Kurz nach Feierabend ist eine willkommene Abwechslung zum Alltag. Ansonsten lassen sich Hartwig und Downs hier ab und an blicken. Wenn du jemanden am Tisch trainieren siehst, quatsch ihn an und der wird nichts gegen eine Runde einzuwenden haben. Mal gucken, was hast du anzubieten? Such dir was aus. So, was haben wir denn? Probieren Fusselkrog, Bloody Mary. Blutrenegration 100. Und ich meine, bringt dich Mary wieder auf die Beine rum. Wichtigste Zutat für das Brennen von Schnaps ist Zucker, ist klar. Hier haben wir das Rezept für Grog. Zucker und Blutwurzel. 250. Könnte man ja eigentlich normalerweise kaufen. Nehmen wir mal Zucker. Und Rezept für den Grog. Somit haben wir unser erstes Rezept. Womit wir natürlich dann uns was herstellen können, und zwar Grog.
Plunder, können wir mal gucken. Altes Schwert. Wie gesagt, ich will jetzt noch nichts groß verkaufen. Wer weiß, was man noch alles gebrauchen kann. Handel akzeptieren. Ende. So, jetzt müsste ich noch mal gucken, wo man dementsprechend was herstellen kann. Aufnehmen. Wasserfass. Brennkessel. Brennen verstehe ich nichts. Na, kann ich noch nicht. Kann ich noch nicht. Was haben wir hier hinten? Eine Spruchrolle. Rost erhalten. Okay. Gut. Brennen kann ich noch nichts. Das bringt uns also nicht allzu viel. Das muss ich erst lernen. Gut. Wir haben auf jeden Fall schon mal ein Rezept für einen Grog. Was ist halt Ellen hier? Was ist? Gibt's ein Problem? Totenkopfhöhlen, Schattenwesen, verwüstete Landstriche. Das Übliche halt. Und wenn schon, mit der Macht, die uns die Magier geben, gibt es nichts, was uns gefährlich werden kann. Nicht einmal ein Titan könnte hier Fuß fassen. Dafür ist gesorgt. Wer die Magie bändigen kann, kennt keine Feinde mehr. Was hältst du von einer Runde Messer werfen? Einiges. Aber ich messe mich nicht mit jedem Hans Wurst. Sobald du die nötigen Goldmünzen mitbringst, lasse ich mich auf ein kleines Messerduell ein. Aber merk dir gleich, wenn ich nicht an der Scheibe trainiere, habe ich keine Zeit für solche Spielchen. Ich habe nicht genug Gold. Oh, okay. Du scheinst dir deiner Sache ziemlich... Und ob? Guck dir doch an, was die Magier hier auf Taranis schaffen. Ganz egal, ob die Götter die Welt verlassen haben. Wir brauchen sie nicht mehr. Je mehr Kristalle unsere Minen abwerfen, umso größer wird unsere Macht. Erstmal noch nicht. Was haben wir da noch liegen? Ein Apfel. Das ist nix. Dann werden wir uns mal nach hier hinten begeben. Ich glaube, auf der Karte war das jetzt richtig. Richtig. Meine entzündeten Augen jetzt gerade richtig sehen. Ich sehe eine Kiste. Super. Eine versteckte Truhe. Wollen wir mal gucken, was wir haben. Kugeln und eine Fackel, das nehmen wir natürlich alles. Kasims Versteck haben wir gefunden. Und wir gehen jetzt natürlich dann erstmal hier runter. Ich suche noch die nächsten Minen. Da war irgendwas. Fingerblatt. Ich sagte, wir sammeln alles ein, was uns brauchbar erscheint. Und oh, sehr schick. Sehr, sehr schick. Oh, da hinten ist eine Kiste. Ich brauche einen Dietrich. Okay, ich habe noch keine Dietriche. Das ist natürlich ein bisschen doof. Das ist ein bisschen sehr doof.
gegen 2. Die Waffe ist natürlich echt stark, die ich da habe. Ich glaube, ich guck mal, dass ich hier Land gewinne. Aua. Aua. Wow. Sterb, du Sandteufel. Ups. Die wollte ich jetzt nicht töten. Rohe Hühnerbollen erhalten. Geht's in der Nase. Gut, das hilft uns nicht weiter. Da sind... Lucky Lucky? Wer bist du denn? Ich bin Jaffa, ein großer Held und Freund der Menschen. Ah ja, war ich jedenfalls einmal, Miss Hadder. Was heißt, du warst ein Held? Seh dir doch an mein Leben heute. Jaffa geworden, Matar. Ein Meister der Gnome, der muss ausbilden einen jungen Gnom. Ist das schlecht? Nee. Aber das heißt, für Jaffa muss er aufpassen auf Schützling und ich nicht mehr kann zur See fahren. Bin hier gestrandet auf stinkende Insel Taranis, Missada. Wenn du gerne zur See fährst, ich könnte dich gut gebrauchen. Jemand mit deinen Diebesfertigkeiten fehlt mir noch in meiner Crew. Oh ja, Jaffa ist sehr geehrt zu hören, dieses großzügige Angebot. Aber Jaffa ist Matar und kann nicht einfach verlassen seinen Schützling. Wie macht sich dein Schützling? Jaffa hat versagt. Mein Peewee war zu lange unter Menschen. Hat nie richtig gelernt von seinem Matar, was es heißt, ein Gnom zu sein. Wer ist dein Peewee? Mein Schützling heißt Ali. Er läuft durch Lager und erzählt jedem, dass er will werden Wächter. Dann lass Ali doch Wächter werden. Dann bist du den kleinen Quellgeist los. Aber Ali ist ein Gnom. Kein Gnom war bisher Kadett. General Magnus hat noch nie einen Gnom aufgenommen. Einmal ist immer das erste Mal. Du machst Scherze mit Jaffa. Ich kümmere mich um deinen Ali. Dann kümmern wir uns mal um Ali. Du redest mit Magnus, dass er macht Ali zu einem Wächter? Ich denke, ich schaue mir erstmal deinen Schützling genauer an. Hat Ali irgendwelche speziellen Fähigkeiten, die den General beeindrucken könnten? Naja, er ist ein Gnom. Ich sehe schon. Das wird nicht leicht. Okidoki. Ich warte hier so lange. So, dann suchen wir uns mal gleich Ali. Hier sehe ich was Schönes. Du bist ein Wächter, oder? Nein, die Magier haben mich gerettet. Dafür leiste ich meinen Beitrag hier im Lager. Ich verstehe zwar nichts von Zauberei, aber eine ordentliche Klinge kann ich schmieden. Und solider Stahl ist ein treuer Begleiter in diesen Zeiten. Kann ich das Schmieden bei dir lernen? Ich schulde den Magiern einiges, also wirst du mich bezahlen. Aber denk dran, wer sich vor Funken fürchtet, gibt keinen guten Schmied ab. Wenn du nur eine bessere Waffe brauchst, kann ich dir eine verkaufen. Bring mir etwas bei. Bring mir etwas bei. Warum? Warum kostet das so viel?
Wovor haben die Magier dich gerettet? Schätze, die Geschichte ist zu lange her, als dass sie dich interessieren könnte. Nee, erzähl ruhig mal. Du falsch. Erzähl mir die Geschichte. Sie beginnt in der Zeit, in der Inquisition und Magier noch gemeinsame Sache gemacht haben. War damals schon Schmied. Hab eine Überstunde nach der anderen abgerissen. War so überarbeitet, dass ich bei einer Klinge vergessen habe, sie vernünftig zu falten. Okay, du hast eine schlechte Klinge geschmiedet. Weiter? Tja, genau das Mistding ging an unseren Kommandanten. Brach natürlich im entscheidenden Moment ab. Wollte mir dafür den Arsch aufreißen. Also habe ich die Sachen gepackt und bin bei den Magiern untergekommen. Ohne sie hätte ich es nie geschafft. Eine Rückkehr zur Inquisition ist für dich also ausgeschlossen? Absolut. Glaube kaum, dass sie einen Fahnenflüchtigen mit offenen Armen empfangen würden. Nein, mein Platz ist jetzt hier. Die Magier werden das zu Ende bringen, was die Inquisition nicht konnte. Das wäre? Die Titanen ein für alle Mal besiegen. Ich glaube, ich habe genug gehört. Alles klar. Ich habe sowieso noch ein Eisen im Feuer. Oh, da wollen wir mal ein bisschen handeln und gucken, ob wir noch ein bisschen Geld rausholen können. Uiuiuiui. Oh, 79 Gold ist natürlich nicht der Renner. Schaden, Degen, Machete, Streitkolben, Krabbenstecher, Schattenklinge. Die schwarze Klinge wurde im Schattenreich geschmiedet. Wurfmesser, Wurfdolch, Schwerer, Dolch, Papageienflug. Mal verkaufen. Plunder. Sie hat einen kleinen Sprung, Schreibpenne, ausgefranste Schädelkehl, Brotmesser, Suppenlöffel, Gabeln, Schmiedehammer, altes Schwert, sehr alt, aber immer noch scharf, Muscheln kaum mal weg. Ach, von den anderen Sachen will ich mich eigentlich gar nicht trennen. Rost. Diese Schriftrolle kann Schlösser in Sekunden verrosten lassen. Magische Schrift fließt dann der Wunden. Er schafft magische Kristalle, die in der Umgebung erhellen. Okay. Wurf durch. Da war auch nichts. Aber wir können ja trotzdem unten mal in der Schmiede gucken, ob wir da irgendwas können. Rohstahl, Fusel, gewöhnliche Waffen. Gucken wir uns mal oben ein bisschen um. Okay. Gut, wenn sie schlafen. Fechtschwert. Wenn du klauen willst, geh woanders hin. Nee, hatte ich eigentlich jetzt noch nicht vor. Erst wenn es Nacht ist. Dann werden wir so ein bisschen auf Diebestour gehen, um unser Inventar so ein bisschen zu erhöhen. Hier haben wir Ali, gucke mal. Es wird Ali. Ein großer Wächter? Ja, richtig. Woher weißt du? Dein Meister hat mir davon erzählt. Matar Jafar? Schlauer Gnom. Du machst deinem Meister große Sorgen, Kleiner. Nein, nein. Nichts Sorgen machen muss. Na gut, werden wir erstmal ein paar Missionen innerhalb der... Und wirken des Magierlagers erledigen. Und nicht mehr brauchen, Jaffa. Und dann nach den Minen suchen. Ich denke mal, das ist sinnvoller. Ich habe deinem Meister versprochen, dir zu helfen. Homi Halpo? Gute Sache, das.
Ali braucht Menschenfürsprecher für General Magnus. Sonst er mich niemals aufnehmen bei den Wächtern. Du gehst zu General. Sprechen mit ihm. Ali wird dich begleiten. Na gut, dann gehen wir nach Magnus. Wen haben wir denn eigentlich hier oben rumstehen? Maurizio. Maurizio haben wir nicht, aber Magnus haben wir hier. Nehmt ihr auch Gnome bei den Kadetten auf? Als Kadetten? Du machst wohl Witze. Gnome sind nicht gerade das, was wir hier brauchen. Ach so. Aber für euch arbeiten lassen könnt ihr sie schon, ja? Hm. Du redest doch von Ali, oder? Er will schon Wächter werden, seit er hier angekommen ist. Zugegeben, der Kleine hat schon viel geleistet hier im Lager. Dann bilde ihn aus. Hm. Na gut. Überzeugt mich. Ich habe keine Zeit, ihm alle Grundbegriffe beizubringen. Zeigt mir, dass der Kleine wenigstens kämpfen kann. Und ich überlege es mir eventuell, ihn zum Kadetten auszubilden. General Magnus wäre eventuell bereit, dich auszubilden. Du wärst dann zwar noch kein Kadett, aber hast schon mal einen Fuß in der Tür. Yippie! Langsam. Er will erst sehen, dass du die Grundbegriffe des Kampfes beherrschst. Ali kann kämpfen wie ein Panther. Ich werde es dem General zeigen. Hm. Aber wie? Wir machen einfach ein kleines Schaukämpfchen. Ja, aber du bist viel größer als Ali. Sagtest du nicht, du seist stark wie ein Panther? Ja, aber du darfst dich nicht wehren, sonst wird Ali nicht kämpfen. Na schön. Ich lass mich von dir schlagen, bis ich am Boden liege. Das sollte den General überzeugen. Yippie! Gute Idee. Du sagst, wenn es losgeht, ja? Okay, los geht's. Greif mich an, Kleiner. Hua! Attacka! Jetzt will ich auch was sehen. Zeig, was du kannst. Das war nicht ohne. Ha! Ali ist der Größte. Mensch hat jetzt Angst vor mir, ja? Vergiss nicht, das war nur Spaß. Werde jetzt also nicht übermütig, Kleiner. Im Ernstfall ist es bestimmt nicht so einfach. Okay, Homie. Wie sieht aus meiner Ausbildung bei Homie ist geil. Ich rede gleich mit ihm. Homie, besser beeilen. Homie. Hört schon auf mit dem Theater. Ich werde den kleinen Ali ausbilden. Oh, das ist ja eine gute Entscheidung. Spar dir deinen Kommentar. Sonst überlege ich es mir doch noch anders. Ab heute ist General Magnus dein Meister. Yippie! Mein Traum sich jetzt erfüllen! Ich gleich gehe zu andere Gnome und erzähle davon! Eines Tages Kristallhandschuh eines Wächters mein Aurikulki wird sein! Danke, Homie, für große Hilfe! Yippie! Mit dem Homie ist geil. Es ist einfach nur genial. So. Jetzt ist natürlich unser anderer... Zuhören! Immer auf den Nebenmann achten! Ihr müsst euch gegenseitig decken. Unter der Haube. Ali ist unter der Haube. Magnus wird ihn zum Wächter ausbilden. Yippie, gute Neuigkeit. Ali nun Piwi von Magnus. Jaffa jetzt frei. Wie sieht's aus? Heuerst du bei mir an? Jaffa kann wieder gehen auf große Reise. Wo ist dein Schiff, Captain? Ich habe noch kein großes Schiff. Lediglich eine kleine Schaluppe. Jaffa will nicht fallen zur Last. Ich werde warten, bis du hast großes Schiff. Dann kommst du noch mal zu mir und ich werde dich begleiten. Nö. Gut. Den haben wir auch schon mal soweit erledigt. Zuhören! Immer auf den Nebenmann achten!
Ihr müsst euch gegenseitig decken. Im Angriff gewinnt ihr den Kampf, aber mit der Verteidigung den Krieg. Das Zusammenspiel muss stimmen. Könnten eigentlich mal kurz noch die Magiersachen hier unten reinsetzen. Einmal Rost und Heilung. Amulett haben wir keins. Rechte Hand, wir haben nur das Fechtschwert. Pistole der Wolf. Wurf, Dolche. Meine Fresse. Was hat Alter was los? Attribute. Härte. Härte schon mal auf 20. Gar nicht so viel Lebensenergie. Taschendiebstahl, Schlösser knacken. Magie, Geist, Alchemie, Astralsicht. Kristallmagie, Runenmagie. Klingensicher. Kugelsicher, Magiersicher. Einflussüberzug einschüchtern. Pistole, Armbrüste, Dolche, Kritische Trefferchance. Schrotflinten, Muskete, Stichwaffe, Hiebwaffe, Schwerter. Das können wir eigentlich. Was habe ich denn noch an Ruhm? 1500 wäre das nächste. Entscheiden. Naja, machen wir Fernkampf mal ein bisschen höher. Gut. Das Schöne ist, man kann die ganze Zeit seine Attribute steigern. Man muss halt einfach nur Ruhm sammeln. Was natürlich wirklich sehr praktisch ist. So. Wie ich gerade auf meine Uhr sehe, haben wir unsere Folge auch wieder beendet. Ich hoffe, wir sehen uns bei der nächsten Folge. Abonniert uns, liked uns, habt Spaß mit uns, hinterlasst Kommentare, sagt, was wir besser machen könnten oder vielleicht habt ihr auch Vorschläge für spezielle Spiele, über die wir mal berichten oder testen sollen. Ich hoffe, wir sehen uns bei der nächsten Folge und sagt damit tschüss.